Schon wieder so ein Rabe. Hallöchen. Komm her. Das ist ein bisschen blöd. Ein bisschen mit Geduld. Mal hier mal ein bisschen um. Ach so, nennen das einen Speicherpunkt. Ich sag dazu immer Speicherpunkt. Dabei ist es einfach nur ein Transportpunkt. Das sieht doch ein bisschen suspicious aus. Wirklich ein Gefühl von Krux. Wo kommst du her? Wo komm her? Na los, greif zu. Aua, meine Rubies. Oh. Ey. Na, ist ja was. Ey, du Arsch. Alter. Ja, gib mir mal noch Wind zurück. Ich brauche mal kurz ein Bett. Das dauert etwas. So. Mal gucken, was ist denn eigentlich hier oben? Warum kann ich hier lang? Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts. Hängt einfach rum. Dabei ist doch, sind die ganzen Gegner gespawnt. Richtig. Strange. Da ist eine Höhle, da können wir gleich reingehen. Uiuiuiui. Das ist groß. Na gut, gehen wir erstmal zurück zum Pferdchen. Ich
merke mir, hier ist noch... Was beginnt direkt in die Höhle? Bevor ich es noch wieder vergesse. Du schaffst das. Was das schaffst. Naja. Immer noch minder. Komm schon. You can do it. Yes. Hast du gut gemacht. Goethe-Praller Level 2. Du warst damit den. Oh Gott. No. Dann kann ich eins auch verschlissen. So, komm. Und ich mach den K.O. Also. Wie? Au. Nein. Warte mal, kann ich dafür nicht eventuell das holen? Stimmt, kann ich dafür. So. Diese Attacke. Mensch. Das ist jetzt mies. Komm, los, bleib mal offen. Mach dich aus. Muss man ihn fertig behalten. Was hat er gesagt? Habe ich jetzt eine Fee verloren. Hm. Für Oskakus. Ah ja. Gut zu wissen. Erstmal stoppen. Diese Prozedur. Büro, du Wüste. Oder muss nicht Ruhe. Irgendwo hier müsste ich einen Zugang zum Riss öffnen können. Aber diese Wüste ist so riesig. Da weiß ich gar nicht, wo man anfangen soll zu suchen. Sollen wir uns einfach mal in der Umgebung des großen Risses umsehen? Machen nach ihm.
Ohne Chilischote. Blutpfeffer. Scharfe Sorte, die in der Gerudo-Küche nicht fehlen darf, in dieser Form ungenießbar. Aurora gemerkt. Einäugiger Skorpion, der durch die Weiten der Wüste streift, hat der Gegner von hinten mit nur einem Stich. Au. Wie viele Monster müssen wir denn noch besiegen? Ich breche gleich zusammen vor Erschöpfung. Ich auch, aber wenn wir immer weitermachen, muss doch der Riss in der Wüste irgendwann mal kleiner werden. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir müssen den Riss verschwinden lassen und die Gerudo-Kultstätte zurückerobern. Die Monster, die aus den Rissen herausströmen, sind unerbittliche Gegner. Die ständigen Kämpfe gegen sie haben uns völlig ausgelaugt, wo wir gerade von Riss sprechen. Er hat mir erzählt, dass der Riss in der Sodelia-Wäldern geschlossen wurde. Ich hoffe, dass der Riss hier in der Gerudo-Wüste als nächstes drin ist. Hast du sogar Glück. Ein seltsamer Riss hat unsere Kultstätte verschluckt und sich dann überall in der Wüste ausgebreitet. Einfach unfassbar, dass unserem Heiligtum so etwas zustoßen konnte. Wir müssen den Riss so schnell wie möglich schließen. Ja. Wenn du die Wüste in Richtung Westen durchquerst, erreichst du unseren Heimatstadt. Dabei wirst du auch die Risse sehen, die uns plagen. Außerhalb der Wüste liegt wohl auch einiges im Argen. Aber wir haben schon Ärger genug, als dass wir uns auch darum kümmern könnten. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Wo habe ich denn eigentlich angenommen, ich möchte mein Pferd rufen? Wie mache ich das? So schon mal nicht. Okay. Muss ich dich jetzt immer bei mir haben? Uiuiui. Warte. Ist doch eine Falle, oder? Natürlich ist es eine Falle. Attacke. Sonst noch hier noch irgendein Gegner. Jetzt hat sich Bienen noch nice. Ja, komm mal her. Nämlich da ist noch ein Gegner. Wunderschön. Okay, da geht's immer noch tiefer in die Wüste rein. Da kann ich irgendwie hoch. Warte mal kurz, Pferdchen. Ich schau mich mal kurz hier um. Okay. Da ist nur noch eins. Ich so umgehen kann. Ich kann auch nicht da rein, okay. Good to know. Jetzt mal eine Frage, kann ich erst auch? Nein. Ein neuer Gegner. Mal aufsteigen. Ja.
Ich muss mir alles merken. Sandpiranha. Tollt sich im Sand wie ein Fisch im Wasser, kann im Gegenzug aber nicht im echten Wasser schwimmen. Frag mich, ob da irgendwas ist. Naja. Warte mal. Da oben ist ein einzelner Stein. Ich muss doch nochmal hier nach oben. Ich bin doch ein bisschen suspekt, dass da einfach so ein einzelner Stein drin ist. Mal hier nochmal so um. Nach einem Rätsel aus. Muss Stein ist einfach weg. Okay. Ja. Lass mein Pferdchen, wird schon gerade sagen. Komm zurück. Andererseits auch toll, dass er hinterherläuft. Guck ich mal hier um. Da ist ein Stempel. Das soll Spaß machen, ne? Spaß machen, hat er gesagt. So erkennt man das, okay. Aber sehr bescheiden. Schaue ich mich immer hier um, wenn ich schon mal hier bin? Hier vielleicht irgendwas ist. Was ist das denn? Das ist eine Truhe. Okay. Ich glaube, wir müssen da lang. Und das ist die Oase. Was auch noch? Warte. Hey, noch mehr Frostkaktus. Da können wir rein. Gott, Schrein. Die merkt nichts. Warte mal. Aua. Dann möchte man zwar die Truhe hier.